Hallihallo und willkommen. Back in the USA ist das Motto und ja, wir sind hier fleißig am Ernten, nicht am Ernten, ja doch am Ernten auch, aber hier sind wir beim Düngen, nochmal eine kleine Mission zwischendurch. Was heute auf jeden Fall auf dem Plan steht, ist das Ballen einsammeln auf unserem Haferfeld. Die Strohballen müssen da runter, damit wir eben auch mit der Bodenbearbeitung weitermachen können. Da müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten. Das ist so das, was aktuell auf dem Plan steht für heute. Und wenn wir irgendwann einen Anhänger frei haben, müssen wir die Gewächshäuser mal befüllen mit Dünger. Wobei ich da schon am Überlegen bin, ob ich mir noch einen zusätzlichen Traktor hole. Ich weiß gar nicht, haben wir den schon hier drin? Ne, habe ich noch nicht. Es gibt ja von LSFM diesen schönen Fendt GT 255 mit der Frontpritsche. Den finde ich eigentlich ideal für Gewächshäuser und so. Ich denke mal, den werden wir uns als Hoftraktor dazu holen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrter Plan. So, gut, hier sind wir fertig. Ich würde sagen, wir lassen den Kollegen erstmal hier stehen, weil ich habe keine Ahnung, ob wir den brauchen oder wann wir den brauchen. So, dann machen wir erstmal hier das fertig. Ja, Ballen sammeln. Achso, der ist wegen dem hier nicht weitergekommen. Ja, wir probieren es noch mal mit dem hier. Sammeln, wickeln. Ich weiß nicht, was er jetzt macht hier. Das war auf jeden Fall nicht das, was wir wollten. Ja, komm. Ja. Ich würde sagen, wir machen das schnell selbst. Es geht ja auch relativ fix. Dann können wir hier mit den nächsten Arbeiten weitermachen. Es muss ja dann gleich wieder in die Bodenbearbeitung reingegangen werden. Sprich, es muss gemulcht werden, es muss gedüngt werden, es muss vielleicht gekalkt, es muss gepflügt werden eventuell. Und ja, irgendwann auch wieder angesät. Je nachdem, wann wir das machen können. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir die Straße da gleich mal so ein bisschen frei bekommen. Nicht, dass da zu viele Ballen rumliegen und uns der Verkehr hier irgendwann kollabiert. Ja, ich muss sagen, das geht relativ zügig mit dem Kollegen hier. So, Drescher, ja, der ist schon wieder voll. Ich befürchte, dass wir jetzt wirklich bald dahin müssen und die Anhänger wegfahren müssen. Ja, müssen wir schauen, wie wir das machen. Wie gesagt, hätte ich einen Traktor frei gehabt, hätten wir das Abfahren mit Autodrive realisiert. Aber es war halt zu dem Zeitpunkt zumindest nichts frei.
So, 23 und jetzt kommt Nummer 24. So, die erste Fuhre. Das Problem ist jetzt wirklich nur, wohin damit. Na, guck mal, ich habe da eine Idee. Wir können die doch hier praktisch hier auf die Wiese einfach stellen. Guck mal. Da ist, denke ich mal, genügend Platz. Und hier kommen wir auch zur Not mit dem wieder hin, um die wieder einzusammeln. Oder eben mit einem Autoload-Anhänger, wenn wir dann vielleicht doch tauschen. Ups, da ist, glaube ich, ein Baum im Weg. Boah, jetzt sehe ich gar nichts mehr. So. Und weiter geht es. Ja, ich will gucken, dass wir die Ballen noch runterbekommen, bevor wir mit dem Traktor rüberfahren und die Anhänger wegholen. Aber ich glaube, das sind mehr wie 24 hier nochmal. Wir hätten da klar jetzt auch den John Deere frei, aber ich glaube nicht, dass der zwei volle Anhänger mit Hafer schafft. Wir können ja gleich mal hochrechnen, was das Stroh an Geld bringt. Wir hatten das ja letztes Mal schon so grob gesagt, aber wir können es jetzt mal genau rechnen. Wir haben ungefähr jetzt 65 Euro auf 1000 Liter. Das heißt, ein Ballen sind 325 Euro. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie viele Ballen wir insgesamt haben. Ja, so viele sind es gar nicht mehr. Also 24 liegen unten, das wissen wir. Und hier haben wir jetzt noch 3, das heißt also noch 18 dazu. Das sind 24, 34, 42 Ballen. Okay. Das heißt, der Stroh sind mit aktuellem Preis fast 14.000 Euro. Ja, nicht verkehrt. So, aber wir lassen den jetzt mal hier stehen. Ich muss mal gucken, wie komme ich jetzt da am schnellsten auf das Feld rüber. Wir sind hier und wir müssen nach da. Also, ach, das ist wieder hier hinten durch. Okay. Binden wir den Weg. Schon mal überlegen, ob wir das künftig hier drüben hinsetzen, damit es uns nicht immer im Weg ist, wenn wir mit dem Helfer einstellen was machen. Ist zwar eine Umstellung für mich, weil ich es immer gewohnt war, dass es eben da auf der rechten Seite war. So, aber da stehen unsere Anhängerchen.
noch und der Drescher versucht gerade mal wieder. So optimal funktioniert es also auch noch nicht. Dann würde ich sagen, Drescher. Selbst ab raus. Soll der nämlich da rüberfahren und wir tanken den so jetzt an. Ja komm, lass das Rohr raus. Komm, Rohr. Gleich mal schauen, wo das Zeug hinkommt. Da schon mal Gedanken machen können. So, die Mission hier. Feed und Grain South. Aber ich sehe hier eine Düngemission. Ja gut, das ist auch wieder so was Kleines. Feed und Dingsbums South. Feed und Grain South. So. Den können wir ausmachen. Ich denke mal, wenn der unten gewendet hat noch einmal, dann können wir auf jeden Fall den schon mal wegschicken. So, dann warten wir mal auf den Drescher. Wir können aber auch schon mal gucken, ob unsere Schweinchen sich... Oh ja, 100%. Aber wieso jetzt nur noch 707? Hallo? Hm. Ach ne, 787. Okay, dann würde ich sagen, let's go, ne? Weg mit den Schweinen. Und zwar die da. 47.000. Verkaufen. Ja. Und nochmal 58. So. Das sieht doch schon mal ganz anders aus. Und das Ding ist halt, warten wir, die da werfen bald schon wieder, also haben bald wieder Nachwuchs, dann ist der Stall eh wieder voll. Das ist sehr gut. So, oh ja, guck mal, der Drescher ist in der Zwischenzeit gewendet. War jetzt 223.000. Ja, da kommen wir schon wieder bald in die Region, wo wir sagen können, das nächste Feld ist da.
sage auch, so ein Feld jetzt hier wie die 39 ist gar nicht mal so verkehrt. Von der Größe her, aber ich würde halt doch eher gucken, dass wir Felder uns gönnen und die eben unten am Hof sind. So. Sagen wir, wir müssen eh zweimal fahren. Also lasse den mal wegrasen. So, wie schaut es denn? Also die Gewächshäuser machen eh nichts mehr oder kaum noch was wegen kein Input. Genau, jetzt lass uns mal kurz gucken. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Der Brocken kostet 400.000. Das ist halt noch das hier 364. Was auch nicht so verkehrt wäre, wäre hier zum Beispiel 41, 42. Was ist denn da drauf? Das eine ist, das obere ist im Wachstum. Aber das ist Sonnenblume. Sonnenblume. Das ist das und hier ist nichts drauf. Also ein Sonnenblumenfeld. Scheiß drauf. Gekauft. Ja, Walzen können wir nicht. Gedüngt ist es voll, das ist sehr gut. Steine ist jetzt halt auch schlecht. Das heißt, wir brauchen da gar nichts mehr zu tun. Ist doch perfekt. Das ist perfekt. Ein neues Feld, wir haben dann Sonnenblumen, die wir ja im Grunde dann direkt verkaufen können. Und Sonnenblumen bringen gutes Geld. Ja, auf jeden Fall. So, wie weit bist du denn? 44 Sekunden, das heißt, der ist gleich da. Wobei wir können das mal kurz ändern in Drescher abfahren. Und zwar war das die 39. Na gut, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Machen wir es doch lieber wieder so. Gut und gray. So. Ja, neues Feld. Dann kommt morgen vermutlich der neue Traktor noch dazu. Der Fendt GT, den muss ich als Mod mit reinnehmen, das darf ich nicht vergessen. Und dann ja, geht es munter weiter hier. Dann können wir nämlich unsere Gewächshäuser einmal befüllen wieder. Weil wir haben Dünger 48.000 immer noch. Wir müssen Gülle nachfüllen. Das wird dann das nächste sein, was wir uns drum kümmern müssen. Aber wie gesagt, das alles machen wir morgen. Für heute ist erst einmal Feierabend, würde ich sagen. Wir sehen uns um 9 Uhr. Ja, morgen. Bis dann. Macht's gut und tschüss.